Leute, ich bin gerade aus dem Center gekommen da. Das erste, was ich sehe, verkauft. Von Morpheus. Wer ist das denn? Oh nein, das hört sich immer gar nicht gut an, Leute. Okay. Baukit 2. Warte mal ein bisschen da noch. So. Du bist ein bisschen weiter unten, oder? Mal ein bisschen weiter unten. Ja. Mal sehen, wie es aussieht. Ja. Okay. Dann machen wir das so. Und willkommen zurück zu Animal Crossing. Folge 10 sollte es heute schon sein. Glaube ich. Oder ich glaube schon. Oh, jetzt ruft er wieder an. Ben TX, ich wieder. Schuldige, dass ich dauernd störe. Aber ich habe da noch was vergessen. Folgendes: Du müsstest da eine Kleinigkeit anfertigen. Und zwar ein Kranz aus Blumen. Wenn man die Klippe auf der Insel hochklettert, findet man welche kleiner Tipp des Hauses. Ich habe dir da eine Bastelanleitung für eine Leiter geschickt. Kannst du ja schlecht die Wände hochlaufen, ne? Gut, dann mache ich mal ans Werk. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja. Sehr cool, man schau mal, was da drin ist. Was man abgeben soll. Hier drin haben wir eine Bauklotzanlage. Bauklotz, Tisch, Weilchen, Türkranz. Okay. Mal schauen. Wie man das alles baut. Eine Bauklotzanlage ist direkt als erstes. Boah, ist das viel alles. Ja, Leute, das wird nicht so einfach alles. Habe ich nicht noch irgendwo Eisen? Scheinbar nicht. Da ist eine Schaufel. Damit müssen wir die Steine ausschlagen. Hier. Ach, da ist einer. Steine kann man direkt auch mitnehmen. Ja. Ach, das ist ein Geldstein. Ah, okay. Aber Geld brauche ich natürlich auch. Nein! Was macht der? Och, nee. Ah. Das ist fies. Er hat einfach ein Loch gegraben. Ich sag euch. Die Switch spinnt ein bisschen. Fragt mich nicht warum. Der bewegt sich von selbst. 1000 Stände ist sehr wenig. Nur 2000. Also der Stein war schon enttäuschend heute mal. Ich weiß, hier ist auch noch einer. Lehm braucht kein Mensch. Steine, ja. Eisen. 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 Nein, nicht schon wieder. Och nee. Super, ne? Ich sag euch, meine Switch, die spinnt rum. Die geht nicht. Damit kann man nicht spielen. Also ich. Nee, also. Ich sag nichts mehr. Nee. So, okay. Wie baute man nochmal? Bauklotz-Set. Aus Weichholz. Doch, da liegt noch ein Weichholz. Drei Weichholz. Und nochmal drei Weichholz. Cool. Dann schauen wir mal. Wie das aussieht. Oder ja, egal. Mal schauen. Etwas herstellen. Bauklotz-Set. Genau, das brauchen wir. Natürlich. Weitermachen direkt. So, dann die Anlage. Sollten wir auch einen Bauklotztisch machen? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber das auf jeden Fall. Mal schauen. Den Tisch braucht man. Ach, Bauklötze, Tisch und Weichholz. Okay, sehr interessant. Hier ist die Leiter. Das muss ich auch machen. Also man braucht drei von allen Blumen, die da oben wachsen. Auf den Berg. Genau. Oh, da will mich dort was fragen. Jo, Gänseblümchen. Hat dir schon jemand was über Emotionen erzählt, Platsch? Ich weiß, wohin mit der Freunde und ein knallharter Gefühlsausbruch entsteht, dann lass alles raus. Hierzu musst du ungeniert ZR drücken. Zack, jeder weiß, wie du dich fühlst, ohne dass du groß was sagen musst. Komm, zur Feier des Tages kriegst du von mir eine besondere Emotion. 3 zu 1, Blumenregen. Ich werde direkt auf die andere anhauen, damit sie die knallharten Emotionen über dich teilen.
Ja, ich habe eine Emotion erlernt. Damit kann ich meine Gefühle ausdrücken. Ja. So, ich muss noch ein Vogelhaus herstellen, dann bin ich fertig mit den Draußenmöbeln. Endlich. Das hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann muss ich nur noch ein Baukit machen. Und dann bin ich endlich fertig. Das wurde dann aber auch mal wieder Zeit. So. Ich laufe jetzt erstmal ein bisschen das Video. Ich lasse das mal ein bisschen laufen. Weil, ja, ne? Warum denn nicht? Aber wie schnell sich einfach jemand das Haus gekauft hat. Morpheus. Kenne ich wirklich nicht. Will ich auch nicht wissen. Oh, ich habe alles schon. Noch für draußen. Romantikabstuhl. Okay. Nein, nein, nein. Ich weiß schon. Ich bin mit. Ja, ich weiß das doch. So. So, dann tun wir mal hier die Sachen hin. Also einmal Vogelhaus. So. Tun wir dann einfach mal hier hin. Dann hier einfach mal Romantik Gartenstuhl. Der ist ja gar nicht mal so groß. Und dann hier noch den Romantik Gartenstuhl. Und den drehen wir mal und dann stellen wir den daneben. Und wir haben die Sachen fertig für das Haus. Sehr gut. Draußen. Oh, für die Zaubernischkeit drin und draußen bereit. Sehr gut. Dann gibt es noch eins. Wo wollen wir das hin machen? Vielleicht da irgendwo. Da, hier rüber irgendwo. Vielleicht. Ich weiß ja nicht. So, dann habe ich einen Platz gefunden. Da steht fest, wo Grundstück Nummer 3 hinkommt. Ja, die sind ein bisschen alleine, aber egal. Mal schauen, was wir hierfür brauchen. Holzbett, Holzstuhl, Keramikkrug. Ich habe nichts zum Abgeben. Und draußen Baumstammesstisch, Baumstammbank, Holzeimer. Okay. Ah, Leute. Das Haus hat Eva gekauft. Eva haben wir mal auf der Insel gefunden. Und ja. So, ich habe jetzt gerade den Holzstuhl gebaut. Und ja, genau. Ein paar Sachen kann ich heute nicht mehr machen. Die mache ich dann morgen im nächsten Part. Und ja, wir können dann nochmal etwas kaufen mit Meilen. Ich weiß auch schon was. Und genau. Ich würde sagen, da oben, das ist eigentlich ein ganz schöner Platz hier, wenn man hier wohnt. Also wer da einziehen wird, hat auf jeden Fall Glück. Ich habe sogar zwei Sachen, die ich abgeben kann. Ein Bett und ein Stuhl. Und dann haben wir schon mal ein paar Sachen abgegeben. Das ist nochmal sehr gut. Ja, genau. Morgen kaufe ich mir wahrscheinlich mein Ticket. Und wir können ja mal schauen, wo Toni ist. Und ein paar Fossilien noch ausgraben. Genau, das haben wir ja heute noch nicht gemacht. Deswegen machen wir das jetzt. Toni ist auf jeden Fall auch zu Hause. Und Fossilien muss man auch fleißig ausgraben. Das ist sehr wichtig. Und vielleicht sind hier noch irgendwo welche, weil das wäre sehr gut. Sonst muss ich ganz weit laufen, also ganz viel laufen. Das ist ein bisschen nervig immer, aber naja. So, also hier zieht auf jeden Fall, wie heißt er mal, Goliath? Morpheus, so wie er heißt. Okay, hier zieht Eva ein, das weiß ich. Hier scheint nichts zu sein. Finde ich irgendwie den Sprungstab? Nee. So, ist hier irgendwo ein Fossil noch? Fossil? Nee, hier ist keins. Vielleicht da vorne irgendwo? Ein Stöcke nur. Und ein bisschen Holz, was da noch rumliegt. Aber scheint kein Fossil da zu sein. Komisch. Gucken wir nochmal da. Und dann nochmal da. Und dann will ich mir gleich noch was bei den Meilen mit Meilen kaufen. Aber ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Aber hier ist wirklich kein Fossil mehr.
Okay, das war scheinbar heute schon mit den Fossilien. Naja, dann ist es so. Wie spät ist es eigentlich? Wartet. Es ist 22 Uhr, also 10 Uhr. Wir können auch noch ein paar einsammeln, nämlich hier oben. Da haben wir schon wieder die 7000 Leute. Und hier habe ich auch noch sehr viel, zum Beispiel Möbelmacher. 23 Stück. Das ist doch mal was. Und dann hier noch was. Dann haben wir eben mit Emotionsmeister. Okay, haben wir noch irgendwas? Ja. Wer die Wespe schüttelt. Achso, ja, eben habe ich einen Baum geschüttelt und eine Wespe war da. Genau, und dann wurde ich gestochen, ne? Ja, das würde ich mal sagen. Und dann gehen wir nochmal zu Nux Zelt. Und da will ich nochmal kurz was machen, nämlich was kaufen. Habe ich ja eben schon gesagt. Und ja, ich glaube, das wird auch wichtig sein. Das war so nervig. Ist hier noch was drin? Reifen? Simple Wäscheleine. Würde hätte ich einfach rausnehmen können. Willkommen beim Nook-Portal. Eine Multi... Ja, kennt man schon. So, Nook mal einlösen, nämlich wir wollen... Oh, Alltagswerkzeuge wäre auch mal gut, aber machen wir dann erstmal noch nicht. Wo ist das denn? Also ich muss mal gucken. Ach, Werkzeugring ist ein Muss. Das ist das. Werkzeugring ist ein Muss. Einlösen. Und das wird wichtig sein. Mal schauen, was wir in den Ring so alles reinmachen. Sehr gut. Ach, so ist das. Alles klar. Ich habe gelernt, wie man Werkzeug schnell wechselt. Ich kann draußen jetzt Pfeil nach oben drücken, um den Werkzeughändler zu öffnen. Ja, das schauen wir mal, wie das aussieht. Das ist auch, glaube ich, schon Part 10. Ich bin mir nicht sicher mehr. Aber gleich ist Feierabend auf jeden Fall. Hier geht das jetzt. Man muss halt Sachen auswählen. Zum Beispiel das einfach. Favorit kann man das markieren. Oder den Sprungstab. Das müssen wir dann... Nein, so will ich das nicht machen. Das tun wir einfach mal hier hin. Dann noch den Kescher. Nee, nicht ausrüsten. Favorit. Tun wir das da hin. Dann noch die Schaufel. Favorit. Und so geht das schneller. Also man kann schneller was auswählen. Dann noch das hier. Einfach da. Dann... No, machen wir noch die Schleuder einfach. Wir brauchen auf jeden Fall bald bessere Ausrüstung. Das machen wir auch noch mal. Bald. Vielleicht im nächsten Part schon. Mal schauen. Habe ich noch irgendwas? Ich glaube nicht. Das war's dann erstmal. Und wir schauen noch mal bei Nux Laden vorbei. Was da so alles abgeht. Oh, der hat schon zu. Oh nein, der hat schon zu, der Laden. Naja, Leute. Im nächsten Part werden wir dann die letzten Sachen reintun in die Kiste. Und dann zum Museum gehen. Und dann sage ich mal, ist ein sehr kurzer Part, aber ciao.